Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer allwöchentlichen Sendung ein Gespräch mit einem interessanten Menschen, heute zu Gast bei mir, aber auch dank der neuesten Übertragungstechnik auch bei Ihnen zu Hause, Herr Jerzy Kranz. Guten Abend. Guten Abend. Aber nennen Sie mich einfach Jurek, so wie alle anderen. Jurek. Herr Jurek, also, bevor wir zu Ihrer mit Sicherheit einer interessanten Person kommen, sagen Sie uns bitte, wo sind wir und was sehen wir im Hintergrund? Wir sitzen vor einem Fußballstadion. Das wird bald in einem neuen Glanz erscheinen. Auch einer meiner neuesten Projekte. Ihr neuestes Projekt ist Ihre Zukunft, aber lassen Sie uns noch ganz kurz in Ihre Vergangenheit schauen. Ach, die Jugendsünden? Nicht der Rede wert. Wissen Sie, wir haben sehr, sehr langsam den legalen Kapitalismus gelernt. Das meinte ich gar nicht. Ich meine Ihren beruflichen Aufstieg bis hin zur UEFA Euro 2012 in Polen. Ach, das. Ja, gerne. Das hat alles mit dem Stadion in Warschau angefangen, mit dem Stadion des 10. Jahrestages. Ein historischer Name, denn dieses Stadion wurde 1955 gebaut, übrigens in einem Weltrekordtempo in sage und schreibe 11 Monaten fertiggestellt. Und das wusste ich nicht. Egal, auf jeden Fall, als ich da anfing, hieß das Stadion Jahrmarkt Europa und das war der größte Markt Europas. Über 5000 Kleinhändler. Mit 5000 Kleinhändlern, unglaublich. Darunter waren auch Sie, Herr Jurek. Es war Ende der 90er. Ich bin gerade aus meiner 5. Handelsreise zurückgekommen und hatte etwas Geld zu investieren. Moment mal, Handelsreise? Naja, die Seidenstraße des Warschauer Paktes. Also mit dem Zug nach Prag und Bratislava. Dann von Bratislava nach Lemberg, durch Chop nach Budapest, von Budapest logischerweise nach Bukarest, von Bukarest nach Sofia, Bulgarien und dann nach Istanbul. In jeder Stadt haben wir Tauschgeschäfte gemacht, in Istanbul natürlich Textilien gekauft. Mit den Textilien zurück nach Polen, ein paar solche Reisen und man fühlte sich wie ein Millionär. Das waren noch Zeiten. Ja, aber Textil ist das richtige Stichwort, denn mit Textilien haben Sie ja gehandelt auf dem Stadiongelände, auf dem Jahrmarkt Europa. Sie spezialisierten sich aber ziemlich schnell auf Sportbekleidung. Warum? Wissen Sie, Dresse, also die Sportanzüge, waren gerade im Kommen. Ich war einer der Ersten. Meine Kundschaft mochte ich. Die waren einfach und treu. Bis heute tragen die meisten nur Dresse. Und Sie sind sich auch treu geblieben, vor allem international. Sie expandierten ziemlich schnell in die Tschechoslowakei, nach Ungarn, Bulgarien, dann in Ostdeutschland. Sie waren jung und ehrgeizig und dieser Ehrgeiz brachte Sie sogar in die obersten Führungsetagen der UEFA-Zentrale. Das waren coole Jungs. Aber auch knallharte Geschäftsleute. Sie haben zwar mit Sport und Textilbekleidung nichts am Hut, aber sie konnten das Leben genießen. Das Leben genießen wahrscheinlich auch mit Ihnen, Herr Jurek, denn auch Sie sind kein Kind von Traurigkeit. Wir sind einfach Freunde geworden. Ich habe oft über Stadion erzählt und Sie wollten unbedingt den spannenden Ort Jahrmarkt Europa besuchen. Das ist ja toll. Toll? Machen Sie Witze? Das war kein Ort für Leichtgewichte. Dort herrschten andere Naturgesetze. Der Kapitalismus in seiner reinen Form kann tödlich sein. Es gab keine Regel. Geld diktierte alles. Und die katastrophalen sanitären Anlagen? Nein, so konnte ich sie nicht einladen. Ja, Moment mal. Und deswegen kamen Sie auf die Idee, das Stadion zu renovieren? Ja, aber nicht aus eigener Tasche. Ich bin nicht Mutter Teresa Orlowski von Warschau. Also habe ich auf die Jungs von UEFA so lange eingeredet, bis sie die Idee gut fanden, Europameisterschaften Euro 2012 in Warschau zu machen. Na und jetzt ist aus Jahrmarkt Europa Nationalstadion
und ich habe auch ein bisschen dazu verdient. Und mit diesem positiven Akzent verabschiede ich mich von Ihnen, Herr Jerzy Jurek-Kranz. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke. Und auch vielen Dank an Sie. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, ein Gespräch mit einem interessanten Menschen nächste Woche ungefähr um die gleiche Zeit. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao und Papa.